Immer wieder höre ich diese Begriffe Wochenbett und Rückbildungsgymnastik und dass ich irgendwas nach der Schwangerschaft machen soll. Aber was ist denn das Ganze jetzt überhaupt und was ist denn jetzt wirklich wichtig und wo lullert man mich die ganze Zeit nur voll? Herzlich willkommen zum zweiten Video dieser Serie, in der ich dich wirklich aufkläre, was jetzt nach der Geburt wichtig ist. Mein Name ist Maike Droste, ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen während der Schwangerschaft, für die Geburt und natürlich für die tolle Zeit nach der Geburt, damit du wirklich einen richtig tollen Körper haben kannst und das Leben als Mutter genießt. Viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß, dass das jetzt eine ganz aufregende Zeit für dich ist. Ich weiß, dass das aber auch mit sehr vielen Ängsten verbunden ist und man gar nicht so genau weiß, was ist denn jetzt richtig für mich und meinen Körper und was ist für mein Baby wichtig. Jetzt bist gerade erstmal du dran, denn du hast etwas ganz Tolles vollbracht und du hast diese Schwangerschaft erlebt und jetzt geht es darum, deinem Körper wieder die richtigen Signale zu senden, damit er sich auch wieder zurückbilden kann. Und heute beleuchten wir mal das Thema Wochenbett genauer. Denn vielleicht hast du das schon mal gehört, aber was ist denn jetzt überhaupt genau das Wochenbett? Das Wochenbett bezeichnet man den Zeitpunkt ab dem Moment, wo der Mutterkuchen geboren wurde. Das heißt, dein Kind kommt raus und kurze Zeit später weißt du, wenn du schon erlebt hast, dass der Mutterkuchen eben auch noch herauskommt und dann beginnt deine Wochenbettzeit. Wie lange geht diese Zeit? Je nachdem, wie gut diese Rückbildung stattfindet, so zwischen 6 bis 8 Wochen. Das ist aber nur eine reine Zeiteinheit und ich werde oft gefragt, Maike, wann darf ich dies und Maike, wann darf ich das? Das kann ich dir so nicht genau sagen. Wenn du jetzt sagst, ich kriege mein Kind und kümmere mich nur noch um den Boden, dass der geputzt ist und nur um das Baby, was natürlich schön ist, nur darum, dass wenn mein Besuch kommt, einen sauberen Haushalt hat, dann hast du für die Rückbildung sehr wahrscheinlich sogar noch kontraproduktiv gehandelt. Und dann bist du nach 8 Wochen lange nicht so weit wie jemand, der sich um das Kind kümmert und um den eigenen Körper. Denn natürlich hat so eine Wochenbettzeit auch ein bestimmtes Ziel. Und die Frage ist, wie genau beleuchtest du das für dich? Und wie genau setzt du das um? Es kann sein, dass du mich nach 3 Jahren ansprichst und du hast die Wochenbettzeit eigentlich nie richtig durchgeführt und wir müssen trotzdem hier starten. Deswegen jetzt mal genau geguckt, was ist denn jetzt überhaupt das Wochenbett und welche Veränderungen fanden denn überhaupt statt? Ich glaube, ich brauche dir nicht erzählen, dass sich dein Körper während der Schwangerschaft verändert hat. Der ganze Grundtonus, also die Spannung in der ganzen Muskulatur, im Gewebe und so weiter, ist wesentlich lockerer. Und nur weil das Kind jetzt gerade raus ist, ist natürlich alles nicht sofort da. Das heißt, dein Bindegewebe, deine ganze Muskulatur und so weiter, die muss erstmal wieder auf die normale Spannung kommen. Dein Gebärtrakt ist geweitet worden. Deine ganzen Organe wie Gebärmutter und Blase und so weiter, die sitzen natürlich nicht so wie vorher. Wenn du stillst, dann wirst du merken, wie sehr die Rückbildung alleine dadurch schon angekurbelt wird. Ich kann mich noch erinnern, wenn mein Kind oben gezogen hat, dann hatte ich das Gefühl, dass die Gebärmutter mir fast bis zum Hals gezogen wird. Aber das ist gut. Das fühlt sich zwar nicht so ganz angenehm an, aber für die Rückbildung ist das top. Also hier an diesem Punkt, wenn du kannst, informier dich auf jeden Fall über Stillen, damit du gewissen Risiken auf jeden Fall schon gewappnet bist. Denn sowohl für das Kind als auch für dich ist die Stillzeit wirklich unglaublich wichtig und Gold wert. Aber so wie du mich kennst, natürlich folgt noch zu dem Thema Stillen eine ganze Serie, eine ganze Reihe an Informationen, denn das Thema ist unglaublich wichtig. Ziele in der Wochenbettzeit. Ganz oben drüber ist das Ziel, dass alles zurückgebildet wird, was sich in deinem Körper durch die Schwangerschaften geändert hat. Das bedeutet in diesem Fall zum Beispiel die Genitalorgane, wie zum Beispiel die Gebärmutter. Außerdem die Rückbildung vom Genitaltrakt, wie zum Beispiel der Beckenboden, das Becken an sich, der Beckenring, die Blase und der Darm. Dann, wie vorhin schon erzählt, der Grundtonus, die Tonuszunahme von den Bauchmuskeln. Der Tonus ist immer die Spannung in einem Muskel. Das heißt, dass dein Bauchmuskel wieder eine höhere Spannung aufbauen muss. Und wie das Ganze funktioniert, das sage ich aber gleich nochmal dazu. Durch die Schwangerschaft sind einige Flüssigkeiten in deinem Körper gesammelt und die müssen raus. Dieser sogenannte Lochlienstau, der muss einfach nach außen transportiert werden und durch die richtige
Lebensweise bzw. durch die richtige Wochenbettgymnastik kannst du da unglaublich nachhelfen, denn du willst ja bestimmt bald auch wieder ohne diese dicken Binden und so weiter durch die Gegend laufen, aber sie gehören zu dieser Zeit einfach dazu. Und denk immer dran, hier nochmal eine Information. Es kann sein, dass eine Weile unten zum Beispiel nichts mehr wirklich herauskommt und dann denkst du, ach, jetzt brauche ich den ganzen Kram nicht mehr. Und irgendwann bist du unterwegs und dann kommt nochmal was nach. Trag wenigstens immer noch eine Zeit lang mindestens eine Slip-Einlage, dass wenn nochmal so ein Lochlienstau sich nochmal lösen kann, dass du auf jeden Fall nicht gerade eine Entdeckung machst, die so nicht sein sollte. Wie kann ich denn jetzt dieses Wochenbett richtig ankurbeln? Ankurbeln, das klingt jetzt erstmal stressig. Das soll dieses Wochenbett absolut nicht sein. Aber du kannst halt schon eine ganze Menge machen. Wichtig ist aber, dass wir natürlich nicht das Ganze unter Stress machen, sondern gib deinem Körper auch Ruhe. Oft ist es so, dann wollen wir hier, dann wollen wir da und wir wollen alles richtig machen. Wir wollen die beste Mutter auf diesem Planeten sein. Das bist du für dein Kind sowieso schon. Und jetzt heißt es wirklich auch mal Arbeiten zum Beispiel abzugeben. Ich weiß noch, dass meine Hebamme zu meinem Mann damals sagte, nach dem ersten Kind, wenn ich dich in den ersten 2 Wochen hier einmal staubsaugen sehe, dann kriegt dein Mann einen an die Ohren. Weil in der ersten Zeit ist das alles nicht deine Aufgabe. Sorge für Ruhephasen, sorge für dich und dein Kind, gerade wenn du stillst, ihr braucht Ruhe. Das tut am Anfang auch ein bisschen weh oder vielleicht auch doller weh. Ich weiß, 4 Wochen musste ich durch eine gewisse Zeit, kommt noch ein Video auf jeden Fall dazu. Und du brauchst einfach die Energie für dich und dein Kind, dein Schlafverhalten ist anders und so weiter. Also, bau Ruhephasen ein und je ruhiger du bist, du wirst merken, desto ruhiger ist auch dein Kind. Die nächste Sache ist, egal jetzt, ob du stillst oder nicht, die Ernährung ist unglaublich wichtig, denn du möchtest ja, dass dein Körper sich zurückbildet. Unabhängig, wie gesagt, von der Muttermilch brauchst du gewisse Nährstoffe, damit dein Körper überhaupt die Chance hat, alle Zellen wieder so zu entwickeln, dass du hinterher so aussiehst, wie du gerne möchtest. Oft werde ich nur nach der Rückbildung an sich gefragt. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich das Komplettprogramm habe. Das heißt, dass die Rückbildung kombiniert wird mit genau dieser Versorgung des Körpers. Denn anschließend möchtest du doch eine wunderschöne Haut haben, die sich genau an den Bauch ranlegt und nicht irgendwo als Hängebauch überbleibt. Du möchtest doch insgesamt eine schöne Struktur haben, die dich toll aussehen lässt und mit der du dich schön bewegen kannst und mit deinem Kind spielst, wenn es hinterher größer ist. Du willst runter, du willst hoch, du willst hier, du willst da. Und als Mutter fühlt es sich einfach toll an, wenn man einen richtig schönen Körper hat. Also gesunde Ernährung steht ganz oben. Hierzu gibt es natürlich auf diesem Kanal auch immer wieder und immer mehr Videos. Was ist denn überhaupt die gesunde Ernährung? Dass man viel naturbelassene Lebensmittel braucht, dass man Bitterstoffe braucht, was No-Gos sind, was gut ist. Aber das kommt alles noch. Hier ist es erstmal wichtig, dass dir bewusst ist, wie wichtig die Ernährung ist und dass du nicht einfach nur in dich reinstopfst und denkst, ich habe ja eh gerade einen Kugelbauch oder ich habe ja dies, ich habe das. Fang jetzt an, du wirst dir auf jeden Fall dankbar sein. Und beim Stillen, wie gesagt, dein Kind auch. Ich habe vorhin schon von diesem Lochlienstau, von diesen Flüssigkeitssammlungen erzählt. Es ist so, dass diese am besten rauskommen, wenn du das Ganze mit einer bestimmten Atemtechnik verbindest. Auch dazu wird es Videos kommen. Achte aber auf jeden Fall darauf, schon mal jetzt, dass du bewusst durch die Nase einatmest und durch den Mund aus. Gerade wenn du die Gymnastikübungen machst fürs Wochenbett, dann ist das unglaublich wichtig. Durch diese Atemtechnik löst sich das Ganze besser und kann dann am Ende besser auch rauskommen aus dir. Und das bist du dann schon mal los. Also Atemtechnik, unwahrscheinlich wichtig und vor allen Dingen nicht Luft anhalten beim Anstrengen. Das nächste ist das Körpergefühl. Alles fühlt sich jetzt so anders an. Der Druck von innen ist auf einmal weniger geworden, weil das Kind raus ist. In alle Richtungen hast du auf einmal wieder Platz und es ist so viel über. Und jetzt kommt es darauf an, dass du ein gutes Körpergefühl entwickelst, dass du überhaupt mal weißt, wie stehst du wieder, dass du raus aus dieser Hohlkreuzposition kommst. Weil sonst neigst du später dazu, schnell Rückenschmerzen zu haben, obwohl die Schwangerschaft schon lange vorbei ist. Dann denkt doch oft gar keiner mehr dran. Wie gesagt, auch hierzu folgen Videos, weil es eben ja auch darauf ankommt, deinen Korsettmuskel zu trainieren, deinen Beckenboden zu trainieren. Das ist dann die sogenannte Grundspannung, die du dir natürlich genau jetzt im Wochenbett aufbauen solltest, weil das ist die, die die schlanke Taille macht, die einen festen Beckenboden macht und dafür sorgt, dass du wirklich frei dich in deinem Körper später wieder fühlst. Und das ist ganz oft sogar das, was in den Rückbildungskursen untergeht.
Aber theoretisch sollst du es ja auch schon 24 Stunden nach der Geburt machen. Denn dann kannst du eben mit der Rückbildungsgymnastik, mit der Wochenbettgymnastik eben wunderbar starten. Das kommt aber dann im nächsten Video, die Information. Das A und O ist, dass dein Gehirn wieder alle Muskeln ansteuern kann. Und darauf kommt es an. Und das wirst du auf diesem Kanal immer wieder hören. Man hört immer, mach mal Übung so und mach mal so und mach mal so. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass du irgendeine Übung machst. Kein Bodybuilder, der so ein Bizeps haben will, der denkt während der Übung an seine Schwiegermutter, sondern er ist auch nicht einfach nur irgendwie mit dem Kopf beim Training, sondern er ist genau im Bizeps. Und das liegt daran, weil du dadurch das beste Resultat hast. Und genau das werde ich dir auf diesem Kanal beibringen, dass dein Gehirn überhaupt wieder die Strukturen ansteuern kann, die du brauchst, um diese tolle Figur zu haben und um im Endeffekt fest zu sein und nicht wie unsere ganzen Mütter und Omas und so weiter später inkontinent zu sein. Du wirst, wie gesagt, Organe haben, die sogar austreten können. Ich weiß erst heute durch die vielen E-Mails, wie viele junge Frauen dieses Problem haben. Dass sie den Stuhlgang nicht halten können, dass sie den Urin nicht halten können, dass sie wirklich Organe wie Gebärmutter und Blasen haben, die beim Husten austreten oder wenn sie sich kaputt lachen. Unterschätzt das Ganze nicht. Ich kriege die ganzen E-Mails und es ist unglaublich, wie viele das sind. Du siehst, auf diesem Kanal wird noch unglaublich viel kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, denk mal an den Daumen nach oben. Dadurch findest du auch meine Videos immer noch schneller. Viel wichtiger ist aber noch, dass du meinen Kanal abonnierst, weil jetzt geht's hier richtig ab und du wirst erstaunt sein, welche Informationen du hier noch bekommst. Aber auch das kleine Glöckchen aktivieren, dadurch sagt YouTube dir Bescheid, wenn die nächsten Videos rauskommen. Kennst du Schwangere oder Frauen, die ein Kind bekommen haben oder eins dieser Probleme haben, von denen ich gerade erzählt habe, schick die Videos weiter. Willst du mehr von mir kennenlernen? Verfolge mich doch mal oder folge mir mal bei Facebook und bei Instagram. Da stelle ich immer gerne was rein, damit du mich als Mensch auch noch viel besser kennenlernst. Mir ist es wichtig, dass ich dir zeige, dass alles gar nicht so kompliziert ist, dass du mit kleinen Dingen die Schwangerschaft schön erlebst, eine wunderbare Geburt haben kannst und eben auch die Zeit nach der Geburt richtig toll erleben kannst und dabei dir den Körper aufbaust, den du schon immer haben wolltest. Ich bin mir sicher, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, wenn es in dieser Serie weitergeht. Und ich freue mich schon darauf, in irgendeiner Form mit dir in Kontakt zu treten. Zum Beispiel in meinem Livestream, den du hier jede Woche beim YouTube-Kanal findest. Bis zum nächsten Video. Tschüss, sagt Maike Droste.